Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Danke für dein Like oder dein Abo. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Herr Funes, Sie sprechen Deutsch? Sie sprechen Deutsch? Sie sprechen Deutsch? Ja. Ich habe Sie aus meiner Jugend, kann ich noch erinnern. Ich glaube, Sie machen schon seit 30 Jahren Filme, nicht? Ja. Und die letzte Film drehen Sie immer in Saint-Tropez. Macht das Spaß, da Filme zu machen? Ja. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Ja. Ja, ja. Was halten Sie von deutschen Frauen? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, unsere Show ist gut, hä? Ja. Bei so einer Show verzichten Sie gerne auf Ihre Gage? Nein. Nein. Das nicht. Louis' neueste Film heißt Louis' unheimliche Begegnungen mit den Außerirdischen. Und die Außerirdischen sehen aus wie normale Menschen. Und wenn man darauf klopft, dann ist das hohl da drin. Und nun traut er seine Polizisten nicht, die anderen Gendarmen, ob sie vielleicht auch hohl sind. Und darum checkt er das gleich in einem Stückchen aus seinem neuesten Film. Das kommt jetzt gleich. Völlig normal. Jetzt haben wir die Gelegenheit, Louis de Funès mal Deutsch sprechen zu hören. Er betätigt sich kurzerhand als Quizmaster. Ja, typisch 70er Jahre. Die Fragen werden einfach wiederholt von Kandidat zu Kandidat. Ich find's drollig, ich find's retro. Weiter im Text. So, trois questions, s'il vous plaît. Jetzt drei Fragen. Sie haben 10 Sekunden, um die richtige Antwort zu finden. Mit Brille? Brille. Ja. Bitte Ruhe, 10 Sekunden für die richtige Antwort. Ja, bitte. Ja. Nein, 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 aber dass ich nicht reinschauen kann. Ja. Bitte. In welchem europäischen Land wurde heute ein Kernkraftwerk abgeschaltet? In Belgien. Ist richtig. Welches verlustliche Land wurde heute in das Internationale Olympische Komitee aufgenommen? Welches fernöstliches Land? China. China, ist richtig, ja. Der deutsche Bundeskanzler beendete heute einen Staatsbesuch. In welchem Land? Rio de Janeiro. In welchem Land? Die Stadt war gut. Wie? Brasil ist richtig. 3 richtig beantwortet. Fabla, nehmen Sie einen Platz. Nächste Gang. Ja, ich habe gesagt, 10 Sekunden um die richtige. Früher haben wir gesagt, nur eine Antwort ist möglich. Aber jetzt 10 Sekunden Bedenkzeit, habe ich gesagt, um die richtige Antwort zu finden. Wo ist er? Gott, was? 10 Sekunden, um die richtige Antwort zu finden. Es geht los. Bitte sehr. In welchem europäischen Land wurde heute ein Kernkraftwerk abgeschaltet? In Belgien. Richtig. Welches vernünftige Land wurde heute in das Internationale Olympische Komitee aufgenommen? Ägypten. Nein. Und damit ist Frau Gigaf Siegerin des heutigen Abends geworden. Und jetzt hat sich Rudi Carrell einen richtigen Schnitzer erlaubt, aber seht selbst. Moment, ich habe einen Fehler gemacht. Er hat 10 Sekunden Bedenkzeit. Tut mir leid, er hat 10 Sekunden Bedenkzeit. Er hat nach 3 Sekunden geantwortet. Sie haben noch 7 Sekunden. Ab jetzt.
Nicht Ägypten. Ich weiß die Frage nicht mehr. Welches fernöstliche Land? In den Olympischen, bei den Olympischen Spielen. China. China, er hat es doch noch richtig. Tut mir leid, aber ich war mein Fehler. Ja, ich habe gesagt, 10 Sekunden Bedenkzeit. Also auch 2 richtig, Sie 3, Sie 2. Jetzt geht's drum. Nummer 3. Der deutsche Bundeskanzler beendete heute einen Staatsbesuch. In welchem Land? In Lima. Nein, 5, 6, Sao Paulo. 7, 8. 9, 10 und noch eine halbe. Sie sind doch Siegerin des heutigen Abends geworden. Oh. Mach ihn nicht aus. Herzlichen Dank, Herr de Funès. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch mit Ihren weiteren Filmen. Und wir finden es toll, dass Sie, Sie machen eigentlich nie Fernsehen, aber dass Sie uns alle diese Freude bereitet haben, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Es ist unmöglich, von Retro-Serien nicht gefesselt zu sein.